Hi. Ist heute wieder was später geworden. Wir haben 5:45 und eigentlich ist es Zeit zum Abendessen. Ich wollte dieses Video eigentlich im Wald drehen, aber die Arbeit hat mir wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht, also mache ich das zu Hause. Und es gibt heute Heinz Chili con Carne mit Basmati-Reis und Mettenden. Ja, also ich fange mal an. Mettenden sind auch nicht schlecht. Respekt. So, mal Gas geben. Das ist mein Trangia, meine Trangia Pfanne und der Griff von Trangia. Und das hier ist mein GS Outdoors faltbarer Pfannenwender. Hier habe ich heute erst entdeckt, ich dachte Chili con Carne aus der Dose. Probierst du es mal. Und da ich Chili con Carne gerne mit Reis esse, und ich dachte, ja, das ist ja natürlich etwas für Bushcrafter, wie isst man das draußen, muss ja relativ schnell gehen, wenn man mit dem Holz Hobo arbeitet oder so. Dieser Reis, der ist vorgegart und muss eigentlich schon noch dazu gerührt werden. Nach 2 Minuten ist er fertig.
jetzt schon verdammt lecker. Yummy. Das riecht verdammt gut. Wollen wir mal ein bisschen Gas geben? Wollen wir dem Reis auch nicht lange fackeln? Der kommt jetzt da rein. Alle. Und wie man sehen kann, die Pfanne ist mittlerweile voll. Ich würde das mal schätzen, das ist so ein Essen für drei Leute. Das heißt, eine Portion esse ich. Die andere beweist mir
für morgen im LKW auf. Die werde ich mir heute Nacht nochmal warm machen und in meinem Henkelmännchen mitnehmen. Sprich, der ist von Stanley. Dann nehme ich den mit dem LKW mit und dann kann ich ihn. Also ich habe meistens morgens, nachdem ich Stiefel geladen habe, immer einen enormen Hunger und vor allen Dingen auf was Warmes. Und das ist genau das Richtige. Wo ich gerade die Sirenen höre. Heute Nacht bin ich um 4 Uhr zu meinem LKW gerade. Das sind so circa 10 Minuten immer. Und ich habe schon direkt hier, bevor ich raus bin aus dem Haus, habe ich diverse Hubschrauber bemerkt um 4 Uhr morgens. Auch mit Suchscheinwerfern und so weiter. Und ich habe mir da so gar nichts weiter gedacht. Hier im Nachbarort Siegburg, da ist ein Knast. Da habe ich gedacht, da sind wohl alle getürmt. Naja, und ich radel so zu meinem LKW und schließe den gerade auf. Der kommt über meinem LKW ein Hubschrauber und wirft den Lichtkegel auf mich drauf. Und dann habe ich es so gemacht. Da sind die direkt abgedreht. Ich weiß, also ich habe Kontakte zur Polizei in Troisdorf oder Bekannte bei der Polizei in Troisdorf. Die wussten selbst nicht, was los war. Keine Ahnung. Dann wollen wir mal probieren, ob es fertig ist. Und wie das fertig ist. Verdammte Scheiße, ist das lecker. Schaut's euch an. Heinz Chili con Carne. Aber man kann es immer noch ein bisschen verfeinern. So, ich lasse es mir schmecken. Und ich denke, das ist eine ganz einfache Mahlzeit, die ihr im Wald zubereiten könnt. Für euch, eure Lieben, die euch vielleicht begleiten. So, ich lasse es mir schmecken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bewertung, Kommentare, Subscriber sind gerne gesehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Verdammt heiß und verdammt lecker. Ich denke mal, wenn man das so zusammenrechnet und wieder durch 3 teilt, kommen wir wieder auf 2 Euro pro Person. Das ist immer noch günstiger als 2 Hamburger. Scheiße, ist das lecker, verdammte Hacke. Das gibt's ab jetzt öfters.
Ui. Na, will mal beißen? Das schmeckt so richtig geil. Heinz Bohnen, Chili con Carne mit Uncle Ben's Basmati Reis. Und? Ja, mit M. Wow. Wow. So, ich hoffe, euch hat mein Kochrezept und mein Video gefallen. Macht das mal nach. Das schmeckt so geil. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, macht's gut.